Hallihallo und herzlich willkommen hier zu diesem Roadmap-Update für den Monat April 2024. Wir gehen direkt rein in den Artikel und verschwenden gar keine Zeit. Die spannendsten Dinge im Überblick sehen wir hier in diesen drei Sparten, 0 bis 3 Monate. Da haben wir das Spring Core Update, also es kommt bald ein etwas größeres Update. Dann die Semmeringbahn wird nächste Woche erscheinen. Nee, übernächste Woche wird die Semmeringbahn erscheinen. Von Wiener Neustadt nach Mürzzuschlag. Die Long Island Railroad Strecke 2.0 wurde heute angekündigt, sowie, und das ist jetzt ganz interessant, die Baureihe 218 von TSG und die Baureihe 101 als Expertenlok von TSG mit dem Steuerwagen. Das gucken wir uns jetzt gleich alles mal an, was es damit auf sich hat. Gehen wir mal rein in den Artikel. Also, ja, hier haben wir erstmal einen ersten kleinen Einblick in die Semmeringbahn und ich würde sagen, den gucken wir uns zusammen an und ich kommentiere mal da so ein bisschen drüber. Ja, ne, ÖBB 1116 steht hier im Bahnhof von Wiener Neustadt, können wir hier sehen. Lackierung sieht sehr gut aus, sehr sauber. Da hinten sehen wir schon die Personenwagen, zweite Klasse BMZ-Wagen. Hier die 1116-238-7. Ja, hier sehen wir dann die zweite Klasse-Wagen mit TB0 ausgerüstet. Die Türsteuerung. Genau, hier sehen wir die Abteilwagen. Was ich persönlich ganz cool fand in Realität ist, dass ja bei diesen Abteilwagen, die werden ja, glaube ich, mehr oder weniger genauso auch im Nightjet eingesetzt, zumindest in der älteren Generation der Nightjets. Und da ist es so, dass man diese Sitze, wenn die sich gegenüber, also die sich gegenüberliegenden Sitze, die konnte man dann jeweils runterklappen, sodass man mehr oder weniger liegen konnte im Abteil. Ich bin gespannt, ob diese Animation auch drin ist. Das wäre natürlich super cool. Hier nochmal der zweite Klassewagen. Hier sehen wir auch die entsprechenden Anschriften. Hier TS-Werk Semmering. Ja, sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus. Ich glaube, das ist auch Wiener Neustadt. So, hier einmal der Pantograph, der 1116. Einmal der geupdatete Führerstand, blauer Führerstandstisch. MFAs. Nee, MFDs, Entschuldigung, das sind die MFDs, das sind keine MFAs. Ja, GSMR ist auch mit drin. Also die Textur zumindest. Also der Sound klingt für mich geupdatet. Klingt auf jeden Fall schon mal deutlich besser als die älteren Versionen. Das ist ganz interessant. Auch hier 4024 wird auch mitgeliefert. Und guckt euch das mal an, diese Felsformation und wie schön detailliert das Ganze aussieht. Das ist der Wahnsinn. Ja, sehr, sehr schön. Ja, offiziell lizenziert durch die österreichischen Bundesbahnen. Ja, hier einer der berühmtesten Viadukte der Strecke. Sieht wirklich unfassbar gut aus. Ihr werdet in den nächsten Tagen ein Video aus dem Train Simulator sehen, wo wir im Train Simulator auf der Semmeringbahn lang gefahren sind. Und das sieht schon ganz gut aus. Aber das jetzt im Vergleich dazu, das ist wirklich, wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Detailgrad. Also allein dieses Bild ist wirklich einfach nur faszinierend, genauso wie das hier. Das sieht auch sehr schön aus. Doppeltraktion 1116. TSW-typische Vegetation am Rand. TSW könnte mal ein paar neue Blumen brauchen. Das sind immer diese lila-pinken Blüten. Das wäre mal vielleicht schön, ein bisschen ein paar neue Vegetationsobjekte auch noch zu haben. Aber ansonsten, das sieht schon alles ziemlich gut aus. Containerwagen sind da auch mit dabei. Und wir gucken weiter. Genau, ne? ÖBB 1116 hier nochmal im Bahnhof von, das könnte Glocknitz sein, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. ÖBB 4024 steht da auch, noch eine 1116 mit Intercity-Wagen. Ein schöner Detailgrad hinten in der Szenerie, wirklich kann man sich absolut nicht beschweren, sieht alles sehr, sehr fein aus. Ja. Genau, so viel zur Semmeringbahn dann heute. Aber da gehen wir nur schnell drüber. Die Long Island Railroad Route Strecke, beziehungsweise Long Island Railroad Commuter, wie es jetzt heißt, New York nach Long Beach und Hempstead und Hicksville.
Die Strecke gab es schon mal, jetzt gibt es sie praktisch in geupdatet und mit einem neuen, hier diesem Long Beach Branch mit 10 neuen Stationen, die da mit dabei sind. Und der Triebzug M9, sehen wir hier in der Mitte, ist da auch mit neu dazu. Gucken wir uns natürlich alles an, wenn das Ganze released, aber weiter gehe ich jetzt nicht drauf ein. Screenshots könnt ihr euch übrigens alle selbst im Roadmap-Artikel angucken, habe ich mal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann die ScotRail BR Class 380 wurde angeteasert am 1. April. Und so sieht das Ganze hier aus. Work in Progress natürlich kommt für die Strecke Cathcart Circle. Auch das werden wir uns dann vermutlich angucken, wenn der 380 releasen wird. Aber dazu dann mehr zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommen wir zu dem, worauf ich mich am allermeisten freue. Und zwar, am 1. April gab es hier dieses Bild und da haben Leute geschrieben, als ich meinte, ja, die 101 bzw. der Intercity-Steuerwagen wurde angekündigt, da hat sogar ein Held geschrieben, dass das eine falsche Tatsachenbehauptung sei. Ja, das ist es nicht, denn ihr seht es hier, wunderschön, der Intercity-Steuerwagen. Endlich haben wir ihn im TSW. Und das Interessante ist an dieser Stelle, dass die Baureihe 101 mitgeliefert wird mit dem Steuerwagen. Und zwar auf einer Art Expertenlevel. Ihr kennt das aus dem Train Simulator. Da gab es auch sowas wie, ich glaube, das hieß damals Expert Line bei Virtual Railroads. Da wurden auch die Loks auf einer deutlich höheren Qualität mit einer deutlich höheren Simulationstiefe hergestellt. Und jetzt legt aber der TSW da nochmal, beziehungsweise TSG legt da nochmal einen Step oben drauf. Und zwar gibt es jetzt die Expertenbaureihe 101 mit zwei verschiedenen Führerständen, einmal mit den Displays und einmal mit den analogen Anzeigen. Man kann sich also im Grunde genommen aussuchen, welche 101 man fahren möchte. Die Fahrphysik wurde geupdatet und ist deutlich realistischer. Die Displays sind alle komplett funktionsfähig. Wir können sogar einzelne Fahrmotoren ja, deaktivieren oder aktivieren, je nachdem, was gerade vielleicht relevant ist. Dann, und das wurde sich auch schon sehr oft gewünscht, Fault Simulation, also dass gewisse Ausfälle, gewisse Störungen simuliert werden. Ne? Also was auch immer, ein Fahrmotor ist ausgefallen oder sonst was und dann muss man entsprechend handeln. Dann der Energy Counter, der, ja, der Energiemesser, den wir schon vom Vectron kennen, ist auch wieder zurück. Dann realistische Türoperationen mit TB0 und SSTF. Also auch da wurde anscheinend sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Türen entsprechend jetzt realistisch agieren. Dann haben wir eben Full Digital Displays, also dass die Displays alle komplett funktionieren. Dann können wir tatsächlich PZB und LZB-Daten eingeben, beziehungsweise müssen diese sogar eingeben, um entsprechend dann auch fahren zu können. Sound Improvements, also ne, neue Sounds, Soundaufnahmen. Dann der Maschinenraum der 101 ist jetzt modelliert und ja, wir können da jetzt reingehen. Und es gibt aber die Funktionalität, dass man die gleiche Lok mit all diesen Updates spielen kann, fahren kann, nur halt eben auf einem vergleichsweise einfacheren Level. Also, dass man nicht diese ganzen Daten hier noch eingeben muss mit Bremshundertsteln und Zuglänge und was weiß ich was. Ne, also, das kann man dann alles machen, aber es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man tatsächlich, so wie man es kennt, Fahrtrichtungswender nach vorne und losfahren, das geht auch. Ne, es geht dann beides. Hier steht sogar, dass selbst die Leute, die recht viel Erfahrung haben mit dem TSW, vermutlich ja ihre Schwierigkeiten haben werden mit der Experten 101, weil es ist wirklich auf einem Niveau simuliert, das seinesgleichen sucht im TSW, beziehungsweise dass es so im TSW noch nicht gibt, wo ich sogar vielleicht behaupten würde, vielleicht kann sowas sogar für Ausbildungen in der Realität eingesetzt werden, je nachdem, was uns da jetzt genau erwarten wird. Ja, also da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ne, und entsprechend gibt es aber auch die 101 eben auf dem einfacheren Level ohne die ganzen Zugdateneingaben. Das geht dann auch. Und was auch an dieser Stelle dann relevant ist, da ja nicht nur der Steuerwagen neu ist und die 101 mit dazukommt, sondern das Ganze ja sowohl im Steuerwagen als auch in der 101 auf einem absoluten Expertenlevel angesiedelt ist, wird das Ganze auch mehr kosten als sonst. Ne? Also typischer Lok-DLC-Preis kennt ihr ja, glaube ich, ungefähr. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mindestens das Doppelte kosten wird, wenn nicht sogar vielleicht preistechnisch ungefähr das kosten wird, was eine Strecke kosten wird. Aber entsprechend, ja, haben wir halt eben dieses Ganze auf einem Expertenlevel. Das ganz normale 101 DLC gibt es nach wie vor, ne? Also daran ändert sich nichts. Da kommt jetzt aber auch kein Steuerwagen oder sowas dazu, sondern das kommt nur wirklich hier mit diesem neuen DLC dann, dieser Steuerwagen. Aber es wird deutlich teurer werden.
Der genaue Preis ist noch nicht bekannt, aber ja, wer, sagen wir mal, Interesse daran hat, der kann da schon mal ein bisschen sparen. Ja, hier haben wir noch ein Bild vom Steuerwagen. Herrlich, da freue ich mich schon so sehr drauf, mit dem Steuerwagen durch die Gegend zu fahren. Und das scheint wohl so der Fall zu sein. Also hier sehen wir auf jeden Fall die Screenshots von Salzburg-Rosenheim. Es scheint wohl auch der Fall zu sein, dass für Salzburg-Rosenheim vermutlich das Ganze dann im Fahrplan dann auch mit eingebunden wird, auch wenn das jetzt noch nicht zu 100% klar ist. Dann kommen wir zur zweiten großen Überraschung. Im Grunde genommen die, ja, Lok, die schon seit längerem bekannt ist, dass sie gebaut wird, aber noch nicht offiziell. Die Baureihe 218. 218-409-0 sehen wir hier mit N-Wagen. Wird demnächst tatsächlich releasen. Und zwar ist die 218, wenn wir nochmal hochgucken, in dieser Kategorie von 0 bis 3 Monaten. Das heißt also, der Release der 218 ist immanent. Der kommt in den nächsten, ja, im Mai würde ich sagen, Mai, Juni, vielleicht Juli, spätestens im Juli wird die 218 releasen. Die 101 braucht noch ein bisschen länger. Das würde ich sagen, ist eher zweite Jahreshälfte. Aber die 218 als neuestes Spielzeug wird schon sehr, sehr, sehr bald erscheinen. Mit dazu die N-Wagen, die mitgeliefert werden, und ein Karlsruher Kopf mit dem Dieselsteuerwagen. Also auch das ist dann neu. Ihr seht dann hier entsprechend der Führerstand, der wurde umgebaut für Dieselloks. Da bin ich auch, ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das Ganze dann nicht auf einem Expertenlevel, das wird dann das Level sein, das ihr kennt von allen anderen Fahrzeugen. Das wird dann auch, denke ich mal, von der Preiskategorie her so sein wie auch alle anderen Lok-DLCs, aber eben dann nicht wie der Steuerwagen und die 101. Hier nochmal ein Bild aus dem Führerstand. Das sieht wirklich alles schon sehr, sehr schön aus. Da freue ich mich schon sehr drauf. 218 von TSG. Das kann nur gut werden. Da bin ich mir schon sehr, sehr sicher. Dann auch auf der Roadmap. Just Trains hat eine neue Strecke aus UK announced. Welche das ist, wissen wir noch nicht. Aber sie arbeiten auf jeden Fall schon an einer. Hier wird noch ein bisschen über die Five Circle Line geredet. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Die BR Class 158 ist angekündigt von Skyhook Games. Hier wird auch noch ein bisschen was darüber gesagt, über die Cargo Line Volume 2 für Great Western Express und Midland Main Line. Ja, auch das könnt ihr euch selbst angucken, wenn ihr Interesse daran habt. Ich weiß aber, dass prinzipiell das Interesse an englischen Strecken und Loks auf diesem Kanal eher gering ist, was ich auch sehr gut verstehen kann. Aber es sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus, was man hier machen kann. Ich denke mal, das werden wir uns auch zusammen vielleicht in einem Video mal angucken. Ja, dann hier noch so ein paar Infos zu Luzern-Sursee, dass die SBB da so ein paar Änderungen haben wollte, aber nichts besonders Relevantes. Und dann, ich habe es eingangs erwähnt, der Spring Core Update, dass dort ein paar Updates kommen werden, und zwar der Formations Designer. Das ist vielleicht das Spannendste an der ganzen Sache. Der Formations Designer wird bald auf den Konsolen erscheinen. Wann genau ist noch nicht klar, aber hier, das ist der Plan. Und zwar wurde der Formations Designer auf den PC-Plattformen released, und das ist jetzt praktisch geschafft. Ne, uns wurde ganz viel Feedback gesammelt. Dann wird der Formations Designer jetzt demnächst, also coming soon, für die Konsolen released und noch ein paar zusätzliche Verbesserungen. Phase 3 ist dann, dass der Creators Club mit eingebaut wird. Das heißt also, wenn man eine bestimmte Formation baut, sagen wir mal Baureihe 218, Intercity-Wagen und dann Steuerwagen hinten dran, dann kann man das im Creators Club dann auch releasen. Das ist ja aktuell noch nicht möglich. Und Phase 4 ist dann, wenn das Ganze aus der Beta-Phase dann rausgeht, dann der vollständige Release. Ich denke mal, das wird vielleicht gegen Ende des Jahres dann der Fall sein. Ja, noch ein paar Infos hier. Die Baureihe 111 wird dann jetzt auch bald im Formations Designer auch mit dabei sein. Das ging ja aktuell noch nicht. Und dann haben wir hier noch ein kleines Update zu den Suspensions Improvements. Gucken wir uns mal hier zusammen an mit der ÖBB 4024. Wir scrollen mal ein bisschen vor, sodass wir dann jetzt gleich mal über ein paar Weichen fahren, und dann seht ihr mal, was das Suspensions-Update macht. Ne? Wenn wir jetzt hier genau darauf achtet, auf den Führerstand. Also es wackelt realistisch. Immer dann, wenn man über Weichen fährt. Ne? Da habt ihr es jetzt gerade nochmal gesehen. Und jetzt hier nochmal. Das sieht schon cool aus, das können wir uns auch nochmal von außen angucken. Ja, also achtet mal hier auf die Achsen. Ja, sehr, sehr cool, oder? Also schön, in was für einem Detailgrad mittlerweile der TSW Sachen simuliert. Wann das Ganze releasen wird, ist noch nicht ganz klar. Aber, ne, die arbeiten dran.
Die TG arbeitet dran. Und das sehen wir auch hier mit diesem Update. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, die Class 66 oder sowas gesehen. Meine ich bei der letzten Roadmap. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Und jetzt hier mit der ÖBB 4024. Ja. Und noch ein kleines Update hier zu den Passagieren. Da wird in Zukunft noch mehr kommen, dass sie auch zum Beispiel andere Laptops haben, andere Handys, andere Kopfhörer. Also, dass das Ganze noch ein bisschen bunter wird. Neue Accessoires mit neuen Taschen und Brillen und Büchern. Und Passagiere, die Filme gucken, die schlafen, die sich irgendwo entspannen, die sich irgendwo anlehnen und so weiter und so fort. Also das ist ganz cool. Und irgendwas mit Sandwiches, was es genau damit auf sich hat, das weiß nur DTG. Ansonsten, der Rest ist, glaube ich, irrelevant. Ansonsten, heute Abend kommt noch der Roadmap-Stream von DTG mit Matt und Alex. Da könnt ihr natürlich gerne mit reingucken, falls ihr noch mehr Infos haben wollt. Vielleicht wird da noch was zum Steuerwagen gesagt. Und mit dem Bild vom Steuerwagen, diesem wunderschönen Fahrzeug, auf das ich mich sehr freue, verabschiede ich mich von euch. Ich bin natürlich ganz gespannt auf eure Gedanken, auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.